Komm hier, das zeig es mal den Fans. Das hat keiner hier. Für den arroganten Sack. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Was ist denn hier los? Hamburg am Start, hinten Tumult. Heute mal ein Vlog und zwar mit ganz vielen besonderen Menschen. Wir sind auf Deutschland-Tour und wie gesagt schon in Hamburg. Wer ist in Hamburg am Start? Den besuchen wir jetzt mal, beziehungsweise das heißt besuchen. Der ist da hinten irgendwo am... Was macht er da? Irgendwas mit den Seilen? Gucken wir uns mal an. Ja, ich habe dich angekündigt. Was macht ihr denn da hier, Vlog am Start? Stricken. Stricken. Hier der Dave und der David Russell. Wir sind nachher zusammen Deutschland-Tour, Seminar geben, Motivation, machen einen kleinen Mitschnitt. Freut mich, wieder. Wer ist auch noch dabei? Der Markus ist auch am Start hier. Markus, was hast du zu sagen? Irgendwas Wichtiges? Ja, ich bin schon leicht nervös jetzt. War jetzt sportlicher Tag heute. Also wir sind um 10 Uhr in Berlin losgefahren, kaum geschlafen. Und jetzt die ganze Zeit Videos abgedreht, sehr, sehr viel Content. Ich war echt fasziniert, wie flüssig David und du das hinkriegt. Also, dass ihr kriegt ein Thema und ihr haut da echt praktisch in einem Take das ganze Video runter. Also echt großes Respekt. Man muss auch dazu sagen, der David ist ein absoluter Anfänger, was YouTube angeht. Ich komme ja eigentlich von MyVideo. Und dann habe ich bei Clipfish mal ein Katzenvideo rausgehauen. Das war's. Jemand, den Beweis, der David schleppt sein Zeug selber. Ja, hat keine Angestellten. Noch habe ich keine Ritscher-Fahrer und Gondeln und hier einen auf Enter the Dragon, wo die Leute, ich nur vorne sitze und schaukelt der wie Rupert. Rupert hieß er, ne? Genau. Aber er ist immer im Training, deswegen... Immer im Training, weil, ey, scheiß auf Bizeps, handeln. Wollen die Dienstkleidung. Ob deine Diät auch was bringt, wollen wir uns jetzt anschauen. Meine Diät was bringt? Was meinst du? Ja. Kommt jetzt nicht so rüber, wie Spaß. Nee, ich war früher total shred, ich war ja früher Wettkampf-Bodybuilder. Jetzt ist es eher, geht es in die falsche Richtung. Im Smolik-Shirt natürlich das Wichtigste. Dienstkleidung, damit man mich auch erkennt. Sehr, sehr stolz, diesen Brand vertreten zu dürfen, muss ich dazu sagen. Wo kriegt man die Shirts, Markus, eigentlich? Die Shirts kriegt man auf www.team-smolik.de/shop, also im Team Smolik Online-Shop. Sehr gut. Das ist hier heute unsere Assistentin. Hallo. Hallo. Die ist heute ein bisschen schüchtern. Ach so, heute. Oder sonst immer. Das musst du mir sagen. Das muss ich dir sagen. Ich hoffe, heute wird ein guter Vortrag. Ich will mich nochmal steigern, das ist mein persönliches Ziel für heute. Dritte Mal den gleichen Vortrag. Wird jedes Mal besser. Wird jedes Mal besser? Ja. Diesmal muss crushen. Diesmal muss K.O. nach 15 Minuten sein. Auf dich haben wir gewartet. Bin am Start, Bro. Bin am Start. Phantom Shirt am Start, mal Phantom wieder. Shirt, hier so auf richtig aggressiv, weißt du, weil wir Selbstverteidigungskampfkünstler wollen ja jeden das den Kehlkopf genick brechen, mindestens, denn ohne das sind wir keine Selbstverteidigungshandys, denn und ja, respektlos ist schon ein bisschen mit der Brille. Ja, ich weiß, habe ich auch als Kommentar gekriegt, ne, ist respektlos mit der Brille, aber ich finde es respektlos, wenn man die Brille abnimmt, weil dann sieht man meine scharfen Augen. All I do is win. So Leute, ich muss jetzt natürlich auch noch meine Haare machen, weil das Wichtigste, genau wie im Training und wie beim Fighten, ist das Aussehen. Das sage ich immer wieder. Und genau, die Brille noch hier vom David am Start. Muss natürlich gut aussehen. Und steht mir nicht. Hustle is real, würde ich sagen. Deswegen hier Haare machen und nochmal umziehen, weil Aussehen, gerade beim Seminar, wichtigste. Man muss ja natürlich festhalten, dass wir hier die Chefposition haben. Einfach um hervorzuheben, wie geil wir sind für meine Hater. Die sagen immer, dass ich sehr abgehoben bin und das möchte ich euch damit auch zeigen hier. Wir sitzen hier vorne, präsentieren uns und fühlen uns gut, oder? Ja, krieg nachher meinen Silberbutton wieder ein. Ich freue mich sehr. Hamburg einmal, weil wir hier schon einige Videos mit David zusammen gedreht haben. Und weil Hamburg auch einfach eine schöne Stadt ist und wie Michi schon richtig gesagt hat, wir haben eine coole Crowd, wir haben coole Leute heute da. Ich hoffe, dass es einiges an Interaktion nachher geben wird, wie es gerade im Vorhinein auch schon gab. Deswegen traut euch ruhig zu fragen. Ja, ein guter Redner ist eigentlich wie ein guter Kämpfer. So, das wirklich Gute
seht ihr eigentlich erst, wenn ihr mal ein bisschen provoziert, ja, und vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragt, ja, dann kriegt ihr erst die richtig guten Inhalte. Er ist mehrfacher Amateurweltmeister, mehrfacher Profi-Deutscher Meister und Europameister. Er ist zweifacher Profi-Weltmeister im Schwergewicht K1. Er hat eine unglaubliche Kampfbilanz von 25 Kämpfen, 25 Siegen und unglaubliche 20 davon durch Knockout. Er ist zudem Weltrekordhalter für das schnellste Knockout der Welt im K1 und er ist erfolgreicher Unternehmer und Schauspieler. Er ist vor allem mein Geschäftspartner, Mentor, Trainer, Wingman, Coach und vor allem mein bester Freund. Ganz herzlichen Applaus, meine Damen und Herren, für Michael Smolik. Die zweite Quelle, die mich wirklich inspiriert hat, und das meine ich wirklich so. Ich kenne die Person erst seit Anfang des Jahres, persönlich. Sie hat mich aber trotzdem sehr, sehr massiv beeindruckt und hat meinen vollsten Respekt. Und es kommt vor allem dadurch, dass ich einfach gemerkt habe, egal was man ihm gibt, ja, man überrascht ihn mit irgendeinem Thema, wo er jetzt gar nicht mit rechnet. Und er haut wirklich 20, 30 Minuten flowartig richtig, richtig guten Content raus. Man merkt einfach, der Junge hat verdammt Ahnung, von was er redet. Er ist mittlerweile im deutschsprachigen Raum, und ich glaube, das kann man wirklich so sagen, eine Legende, wenn es um effektiven Kampfsport, Kampfkunst, Selbstverteidigung, um Motivation und die richtige Einstellung im Kampfsport und im Leben geht. Er ist einer der größten Social-Media-Influencer in diesem Bereich mit fast 300.000 Abonnenten auf YouTube. Und er hat über 30 Jahre Erfahrung im Training von Kampfsport. Ich kann es nur noch mal betonen, ich habe mich wirklich 10 Minuten mit ihm unterhalten und war massiv beeindruckt, was er nicht nur über Kampfsport und Fitness versteht, sondern vor allem auch allgemein in seinem Leben durchgemacht und erlebt hat, wie er damit umgeht und wie er jetzt anderen Menschen versucht, ihren Weg zu gehen. Meine Damen und Herren, ein ganz herzliches Willkommen und Applaus für David Russell. War bei Markus so und war bei vielleicht auch jedem Einzelnen von euch in dem Raum schon so. Euer Kopf. Euer Kopf ist die größte Waffe, die ihr habt. Die allergrößte. Nicht meine Fäuste, nicht meine Füße, mein Kopf. Wenn du schon wirklich Angst hast und diese Angst nicht verlierst, auch wenn du im Ring bist, dann hast du den Kampf schon zu 50% verloren. Hat es dir denn gefallen? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mir hat es gut gefallen, ja? Das hört man gern. Ja. Hat es dir gefallen? Ja? Sehr gut, ja. Sehr schön. Und wie fanden Sie es? Toll. Und sehr schön. Ja, das auf jeden Fall. Das hört man gern. Vielen Dank. Ne? Tschüss. Ich habe eins. Ich hole mir jetzt eine Unterschrift. Michi? Ja. Michi? Ich hole mir jetzt eine Unterschrift. Michi? Kannst du mir eine Unterschrift haben? Von? Für dich oder? Ja, ja. Warte mal. Oh, er schreibt mir wirklich. Ja, das wär's. Ja,
Ich wusste schon, dass sowas kommt. In Liebe. Jetzt. Oh. Hier, das zeigt es mal den Fans. Das hat keiner hier. Für den arroganten Sack mit dem Silberbutton im Arsch. Was sagt der Weltmeister zum Schluss? Abschließend. Erstmal die letzten noch verabschieden? Natürlich, oh. Sag ich zum Abschluss, was sagen wir zum Abschluss? Ich würde sagen, sehr, sehr schönes Seminar. Ja, Alex, komm doch einfach mal wieder. Ja, okay. Alex, trotzdem ein bisschen schüchtern. Nee, sehr, sehr, sehr schönes Seminar. Wirklich sehr schöner Vortrag. Es war so ein bisschen Freestyle von David und mir, aber es hat sehr gut funktioniert, weil wir eben auf einer Wellenlänge sind. Und von meiner Seite aus war das das schönste Seminar von der ganzen Deutschlandtour. Eben cool. Weil David auch dabei ist, ganz klar. Aber jedes Seminar ist schön mit jedem Leuten, hat immer wieder Spaß gemacht. Aber jetzt natürlich noch was Besonderes, weil du noch dabei warst. Sehr, sehr geil und gewesen. Sehr schöner Vortrag von Markus. Ich habe das Gefühl, es wird immer besser. Jedes Mal, wenn er vorträgt, wenn ich vortrage. Und jetzt noch von David. Also mega cool. Danke auch Dave, dass du natürlich am Start warst. Unser Kameramann. Ja, auf jeden Fall. Heute schon sehr, sehr viel abgedreht. Videos folgen von David Russell, von Michael Smolik. Ihr dürft gespannt sein. Sehr coole Sachen haben wir heute gedreht. Ansonsten war es das, glaube ich, mit der... Ich muss auch nochmal dazu sagen, für mich so, ich habe jetzt das erste Mal auch das Seminar von euch gesehen, so sehr professionell, wirklich sehr professionell von beiden, auch von Markus als quasi Vorredner, ja, also quasi so als derjenige, der erstmal so wirklich strukturiert da wirklich das Ganze mit Fachwissen und alles ausgehauen hat, denn wir beide mit unserem Wissen quasi so als Menschen, authentische Erzählung, die natürlich von Markus auch mit drin war und ich kann nur sagen, Top-Seminar, also ich selber hätte es wahrscheinlich auch mir angetan, wenn ich jetzt hier bei Ihnen wäre. Erstmal als Fan wäre ich dabei gewesen. Vielen Dank. Sehr gerne, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der David zieht sich jetzt noch seinen Riegel rein. Von wem ist das bloß so? Ist das etwa von... Kein Schleichwerbung. Nein, kein Schleichwerbung. Iron Max. Und dann machen wir uns auf, und zwar nach Köln. Da ist unsere letzte Tour von unserer Deutschland-Tour, unser letztes Seminar. Dann war es das erstmal mit dem Seminar. Es wird noch weitere geben. Es wird Seminare mit David und mit mir geben. Wir haben da viel in Planung. Seid gespannt. Das war David Russell, Markus, Alex, Dave, Michael Smolik. Haut rein. Sehr nice. Super. Ja, nochmal ganz. Ja, ganz vergessen, Schleichwerbung zu machen. Kämpfer mit Herz ist jetzt neu raus. Ja, war ein großes Thema in dem Seminar.